wunderschönen guten Morgen aus Riesel. Wir sind jetzt hier gerade frühstücken. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir bis heute immer nur Hotelfrühstück gemacht haben und wir wollten jetzt endlich mal ein schönes Frühstück haben und das zeigen wir euch jetzt. War sehr, sehr schön. Jetzt, wie gesagt, tanken wir eine Runde und dann, ich weiß gar nicht, wo es hingeht, Leute, ehrlich gesagt. Sami hat das jetzt überall rausgesucht. Oh, ich bin so kaputt, Leute, ne? Also nach dem Urlaub, weil eigentlich ist es ja gar kein Urlaub. Irgendwie ist es nur, also ich empfehle, wenn ihr in die Türkei kommt, Leute, dann erst müsst ihr natürlich selber wissen, aber ich würde auf gar keinen Fall, wenn ihr entspannen wollt, natürlich Hotelurlaub, 5 Sterne, Luxus Resorts. Aber wenn ihr wirklich was von der Türkei sehen möchtet, es gibt so wunderschöne Städte, Leute, in der Türkei, ihr seht's, ich habe selber noch nicht gesehen, dann definitiv Städtereisen. Kommt mit dem Flieger, mietet euch ein Auto und dann erkundet die Türkei, weil die Hotels, in denen ihr bleibt, das ist nicht die Türkei, Leute. Weil wenn ihr wirklich sehen möchtet, wie die Leute hier leben, wie die Kultur hier ist, was die frühstücken, was die essen und so weiter und so fort, dann empfehle ich euch wirklich, so eine Städtereise zu machen. Ich finde, es ist viel, viel mehr wert als irgendwie so Hotelurlaub. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nach Indien zu reisen und eine Woche lang in einem Hotel zu bleiben und das Hotel gar nicht zu verlassen. Dafür brauche ich nicht nach Indien fahren. Versteht ihr, was ich meine? Dann lasst uns mal weiter diese erkunden. So sieht es wahrscheinlich bei euch dann auch auf dem Handy aus, wenn ihr das perfekte Bild haben möchtet. Dann schießen wir und schießen wir und schießen wir und am Ende lösche ich die dann alle. Genau, das war das, was wir gerade gegessen hatten. Und hier habe ich versucht, einige Posen dazu. Es ist immer schwierig, ihr wisst, Instagram und so. Gestern hatte ich ja einen Post bezüglich Bodyshaming. Ach, das sind die ganzen Dudi-Fotos von unseren Models. Genau, momentan ist ja noch Sale. Ich weiß nicht, ob noch Sale ist, wenn das Video online ist, aber schaut da unbedingt mal vorbei. Da sind auf jeden Fall sehr, sehr schöne Schmuckstücke dabei. So, genau. So, bevor es weitergeht, wird hier nochmal aufgefüllt, Wasser aufgefüllt für die Scheiben. Ich hoffe, dass wir jetzt, wenn wir dahin fahren, dass da nicht auch so ein steiler Weg ist ohne Abgrenzung, weil dann bin ich da bestimmt ganz bestimmt nicht drauf. Hier ist gerade ein Opa vor uns, der fährt wie so ein Irrer. Das ist schon echt krass, ey. Der fährt voll gefährlich. Und die Kurven hier, oh Gott, wie schön. Ei, Chokgesell. So, laut Navigation haben wir noch 50 Minuten. Das heißt wahrscheinlich 50 Minuten so ein weiter Weg jetzt noch, ne? In dieser Art und Weise. Ja. können wir nichts dran ändern. Oh, das ist echt schön, ja. Geil, okay, Foto. Thank you.
geflogen. Deswegen. Ah! Oh mein Gott! Ey Leute, ja, das ist hier Abgrund hier unten, ne? Das sieht man nicht. Schaut mal hier auf der Navigation, hier ist einfach immer nichts. Und ja, wie gesagt, falsch abgebogen und der Typ sah, haben wir dann irgendwo im Nichts, haben wir dann eben gerade jemanden getroffen und dann meinte, ja gut, wenn du jetzt schon mal hier bist, dann fahr noch mal ein bisschen und dann kommt dort gleich ein Wasserfall. Ja, und ich hoffe, dass wir den gleich finden. Gut, der ist nicht anders, geht um mich. Leute, wir sind jetzt angekommen hier. Abgrund. Ich hoffe, ihr könnt mich gut hören jetzt, weil es ist so laut wegen dem Wasserfall. Und ich würde sagen, lass uns mal kurz den Wasserfall angucken. Und Sami meinte eben gerade nochmal, jetzt, wenn wir nochmal hier sind, lass uns doch nochmal 6 Kilometer nach oben fahren. Ne. Aber hier waren vorhin noch 2 andere Menschen. Ja, in der Tat. Und die sind jetzt gerade weg. So, ich habe jetzt noch nichts vom Wasserfall gesehen, bin aber jetzt sehr gespannt. Oh, Chokgesell. Ja. Die Natur hat so einiges zu bieten, ne? Na, ich glaube, der Weg da nach unten geht ja noch, ne? Aber danach sieht das mir jetzt gerade nicht mehr so geheuer aus. Und da gehe ich dann nicht mehr runter. Oh, sieht geil aus. Eigentlich muss man hier ein Foto machen, aber... Hä, wo denke ich schon mal da und dann der Regitte? Wow, ciao, bella mia. Ist das uns ein Öndengit? Hadi Berabesch! Hadi Berabesch! Oh, kennt ihr diese Frau auf YouTube? Die nervt mich so ab, ey. Die mit ihrem Sohn. Die hat so eine Piepstimme. Hadi Berabesch! Oh, es ist echt kalt jetzt gerade, Leute. Meine Finger sind abgefroren. Jetzt geht's nur noch ein kleines Stück. Weil danach habe ich nämlich keine Lust mehr, weil da geht es schon wieder abgrundtief runter. Sally, Benny, Nam, sei vorsichtig, ich hab dich lieb. Oh Gott, das ist echt kalt. Wir sind jetzt hier in so einem kleinen, ganz mini, ganz unscheinbaren Restaurant angekommen. Von außen wollte ich hier erstmal gar nicht rein, aber jetzt, wo ich hier drin bin, denke ich so, oh, wie kalt ist das. Karar veremedik şimdi ne var ne yok diye. Evet. Das letzte Mal, als ich eine Kohlsuppe getrunken habe, war ich glaube mit 12 oder so. Oder mit 14, als ich eine Diät gemacht habe. Schmeckt erstaunlich gut. Also dieses Restaurant empfehle ich euch. Wobei ich sagen muss, dass die eher im Sommer mehr unterwegs ist. Chinchiba Kahve. So, jetzt haben wir unser Essen aufgegessen. Sehr lecker. Und er hat uns hier eine Marmelade gebracht, eine Blaubeermarmelade. Und dann sagt er zu uns, ja, ich hab die aber nicht da zum Verkaufen, na super.
So, und hier sind wir jetzt draußen und hier kann man ja, Chai trinken. Voll süß gemacht, so mit den Tischen und Stühlen. Thank you.